Pottmeyer hat die letzten Jahre die Geschäftsführung immer alleine übernommen und aufgrund der vielfältigen Aufgaben, die wir übernommen haben, hat er Unterstützung bekommen von Wienert Schneider, dem ich jetzt zum Auftakt die Gelegenheit geben möchte, sich mit ein paar Worten vorzustellen. Ja, eigentlich auch aus der Vergangenheit bin ich bekannt. Ich hatte im Vorfeld die Geschäftsführung beim IMD mit dem Kollegen Kurzberg gemeinsam über die letzten 5 Jahre. Und im vergangenen Jahr ist die Entscheidung getroffen worden, dass das Immobilienmanagement Duisburg umorganisiert und umstrukturiert wird und was auch wirklich nötig war. Und damit hat ein Betriebsübergang stattgefunden, so dass alle Mitarbeiter des IMD eigentlich zu den Wirtschaftsbetrieben übergegangen sind. Und vor dem Hintergrund, dass wir als GEWAG auch zukünftig die WBD im Rahmen der Aufgabe der Immobilien der Stadt Duisburg unterstützen werden und darauf auch aufbauen, dass hier weitere Aufgaben auf die GEWAG zukommen, hat sich dann daraus ergeben, dass ich hier mit Bernd Wortmeyer gemeinsam jetzt die Geschäftsführung habe. Danke sehr. Und der Bernd kommt jetzt zum Punkt. Der kommt zum Punkt. Es ist unsere 9. gemeinsame Finanzpressekonferenz. Du hast keine ausgelassen, wofür ich sehr dankbar bin. 9 Jahre, in denen sie viel getan hat. Und auch wenn die Zeiten rundherum schwierig sind, das bleibt immerhin gleich. Wenn ich heute nicht so ein breites Grinsen auf dem Gesicht habe, wie ich das einerseits an einem gerade schon erwähnten Zahnarzttermin, der meine Mimik ein bisschen eingeschränkt hat. Aber es hat natürlich auch was mit den Rahmenbedingungen zu tun, unter denen wir hier unterwegs sind. Diese Schlagzeilen sind überall bekannt. Wir haben zu wenig Wohnungen. Wohnen wird zu teuer. Mieten waren sind stoppen. Wer heute baut, geht bankrott. Auf der anderen Seite die Anforderungen an klimagerechten Bestandsumbau, die wirren um Fördermittel, um klare, verlässliche politische Entscheidungen machen der gesamten Immobilienwirtschaft, aber natürlich auch uns das Leben tatsächlich schwer. In den 10 Jahren haben wir die GEWAG umgebaut und dabei natürlich von Anfang an auf eine sehr stark auf Nachhaltigkeit fokussierte Strategie eingestellt. In den letzten Jahren gewinnt Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung. Für 2025 werden wir erstmalig als große Kapitalgesellschaft einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen müssen, der alleine für sich uns schon vor große Herausforderungen stellt. Die Anforderungen für uns sind nämlich die gleichen, die auch für Thyssen beispielsweise gelten. Ein Riesenwerk, gleichwohl sich das natürlich mit unseren Themen immer beschäftigt. Und wenn man so die drei Aspekte der Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Ökologie, Sozialverträglichkeit betrachtet, dann haben wir in den letzten zehn Jahren eigentlich immer einen sehr ausgewogenen Weg gefunden, mit diesen Konfliktsituationen auszukommen. Und wenn man das hier als Kreis, als Rad darstellt, dann muss man sagen, dieses Rad hat in den letzten 1-2 Jahren eine ganz massive Unwucht erfahren. Durch die Entwicklungen nach Corona, durch die Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg haben sich die Baupreise massiv erhöht. Die Zinsen sind gestiegen, sodass Bauen tatsächlich nicht mehr so richtig wirtschaftlich betrieben werden kann. Egal welchen Verband man befragt, ich greife gerne auf die Werte unseres Verbandes zurück, der für die kommunale Wohnungswirtschaft spricht, kostet ein Neubau heute mit einer Kostenmiete von 18 bis 20 Euro aus. In Städten, wo die Grundstückskosten noch eine höhere Rolle spielen, liegen wir auch deutlich über 20 Euro. Das sind Rahmenbedingungen, unter denen so ohne weiteres nicht gebaut werden kann. Kann auch kein Mensch bezahlen, sowas als Mieter. Genau. So, und das ist dann eben der zweite Punkt, Sozialverträglichkeit. Wohnen muss bezahlbar bleiben. Gleichzeitig haben wir hier natürlich in Duisburg, wie überall anders auch, Probleme mit Geflüchteten.
Wir müssen mehr Menschen unterbringen und das, was bundesweit gilt, gestern habe ich noch gelesen, 800.000 Wohnungen fehlen mittlerweile in Deutschland, gilt natürlich auch für Duisburg, was auf den ersten Blick nicht so klar ist, weil wir natürlich immer noch Unterbringungsmöglichkeiten haben. Manchmal geht es aber dann auch mehr um Unterbringen als um Wohnen in Bezug auf die Bestandsquartiere. Ja, und dann sollen wir in dem Zusammenhang noch unseren gesamten Bestand bis 2045 klimaneutral umbauen. Damit beschäftigen wir uns auch seit 2 Jahren. Wir wissen, das kostet mehr als 1 Milliarde. Wenn ich es auf dem Konto hätte, würden wir damit sofort anfangen. Wir machen das natürlich, aber unter den heutigen Rahmenbedingungen schließt sich eben bezahlbarer Wohnraum und klimagerechter Wohnraum definitiv aus. Abgesehen davon, dass es noch gar keine Technologien gibt, die wir heute als zukunftssicher für die nächsten 50 Jahre verwenden können. Und über die Förderlandschaft, ich hatte es gerade schon mal erwähnt, braucht man es an dieser Stelle auch nicht drüber streiten. Über die Miete jedenfalls können wir das alles nicht so ohne weiteres abwälzen. So, es kommt uns natürlich dazu gute, dass wir breit aufgestellt sind. Und ich werde gleich versuchen, das darzulegen, dass wir uns eigentlich in dieser Krisensituation schon ausnehmend gut verhalten können und dass wir immer noch gut weiterarbeiten können. Dazu hilft natürlich auch, dass wir eben, wie gesagt, breit aufgestellt sind. Mit jetzt mittlerweile 8 Unternehmensbeteiligungen. Flächenentwicklungsgesellschaft ist bekannt, Projektentwicklungsgesellschaft eigentlich auch. Das ist die Gesellschaft, mit der wir städtische Bauvorhaben umsetzen. Die Stadionbewirtschaftung erfolgt über die Stadionmanagementgesellschaft, Bewirtschaftung einschließlich der Sorge dafür, dass die Fußballer auch in der Regionalliga noch ein sicheres Dach über dem Kopf haben. Wir haben mit den Projektgesellschaften Urban Zero und Urbane Zukunft Ruhr sind wir sehr experimentell unterwegs im Bereich der Transformation des Wohnens unter sozialen und unter klimagerechten Aspekten. Wir werden uns als Flächeneigentümerin von Wedau Nord um das Technologiezentrum kümmern, sind entsprechend auch an der Projektgesellschaft beteiligt und Wirtschaftsentwicklung einer Stadt gehört zwangsläufig auch zusammen mit der Flächenentwicklung. Insofern ist auch eine gesellschaftsrechtliche Verbindung zu DBI an dieser Stelle ausgesprochen wertvoll. So, die Stiftung UZR GmbH? Ja, das ist ein Vehikel, was zusätzlich und tatsächlich neu gegründet worden ist. Über diese Gesellschaft werden Fördermittel und Sponsoringgelder eingeworben. Das Ganze muss sich ja, was wir in Hochfeld tun, muss sich ja finanzieren. Und da bedarf es einer gemeinnützigen GmbH, die Stiftungen ermöglichen, Zuschüsse in die Gesellschaft zu geben. Also der berühmte Förderverein. Ja, es ist kein Verein, es ist eine GmbH, aber ansonsten geht das genau in die Richtung. Ja, und mit diesem Portfolio, mit den 12.600 Wohnungen, mit mehr als 35.000 Mieterinnen und Mietern, mit aktuell der Bewirtschaftung von 91 Kitas und dem Neubau weiterer Kitas, mit den 1,2 Millionen Quadratmeter Flächen, mit dem nach wie vor immer noch größten Städtebauprojekt hier in Duisburg und den Maßnahmen in Ruhrort und in Hochfeld und vielen Themen, die wir am Rande noch bearbeiten, sind wir natürlich weitaus mehr als die klassische Wohnungsbaugesellschaft, da haben wir die Geberkin entwickelt. Und dieses Portfolio ist gut, um mitzuarbeiten, Duisburg zu verändern, um die Transformation in Duisburg mit nach vorne zu bringen, beispielhaft mit nach vorne zu bringen, aber sie sichert auch unsere Geschäftstätigkeit. Wir sind hier sehr gut zusammen. Jetzt kommen wir zu den nackten Zahlen. Das Ergebnis für 2023 mit ungefähr 1,9 Millionen Euro Überschuss bleibt natürlich hinter den Ergebnissen der Vorjahre zurück. Ein bisschen muss man es relativieren. Die gestrichelten Teile der Ergebnisse in 2021 und 2022 sind durch Einmaleffekte, einmal noch durch die Küppersmühle und einmal durch Umsatzsteuerentwicklungen entstanden. Wenn wir auf die letzten 10 Jahre zurückgucken, da sieht man, dass wir uns immer gut um unsere Überschusslinie von 4 Millionen Euro pro Jahr herum bewegt haben. Diese grüne Linie macht einen Knick nach 2023.
Das ist tatsächlich notwendig, um auf die veränderten Rahmenbedingungen zu reagieren. Die Bewirtschaftung der Wohnungen steigt inflationsbedingt, steigt durch die Baukosten, die natürlich auch Instandhaltungskosten betreffen, deutlich an. In dem Zusammenhang können bzw. wollen wir die Miete nicht anheben. Insofern ist unsere Ergebniserwartung in den kommenden Jahren mit 1,5 Millionen Euro pro Jahr schon ein bisschen rückläufig. Aber wir erzielen weiterhin sichere und stabile Jahresüberschüsse und auch in 2023 sind wir noch ein bisschen über Plan gelandet. Habe ich Sie richtig verstanden? In den kommenden Jahren geplantes Ergebnis 1,5? Ja. Bei der GEBAG FE, da waren wir deutlich erfolgreicher, als wir uns das vorgenommen haben. Nach den Anfangsverlusten, die ja bei solchen Projekten üblich sind, haben wir 2023 jetzt einen deutlichen Jahresüberschuss erwirtschaftet, der daraus resultierte, dass wir höhere Verkaufserlöse hatten. Die Prognose ist da schwierig, weil wir natürlich nicht wissen, wie wir im weiteren Verlauf unsere Grundstücke weiter veräußern, sind aber optimistisch, dass wir das weiterhin auch wirtschaftlich erfolgreich tun. Die Eigenkapitalquote ist trotz erheblicher Investitionen in den Bestand nahezu gleich geblieben. Das hängt jetzt ein bisschen mit Rundung zusammen, dass aus 12,6 12,5 geworden sind. Das ist aber jetzt nicht auf die Zukunft zu antizipieren. Also insofern stehen wir da ganz gut. 750 Millionen Euro hat alleine die Bilanzsumme, umfasst alleine die Bilanzsumme der GEBAG. Da sieht man auch die Investitionen von 726 auf 749 Millionen. Wenn wir den Konzern noch mit dazu nehmen, dann schrappen wir schon bald die Milliarde. 225 Mitarbeitende. Wir begrüßen unsere Mitarbeitenden immer vorne auf der Bühne in Betriebsversammlungen. Jetzt können wir gar nicht mehr alle auf einmal vorne auf die Bühne holen, dann bricht die zusammen, weil es immer wieder so viele neue Mitarbeitende sind, die zu uns kommen. Natürlich haben auch wir Fluktuationen, das ist verlassen uns auch Mitarbeitende, aber für die vielen Geschäfte, die wir haben, bauen wir unsere Tätigkeit weiter, bauen wir unseren Mitarbeiterbestand weiter aus. Auch vom Fachkräftemangel sind wir nicht verschont. Da könnten jetzt genauso gut 250 stehen. Es wird schon immer schwerer, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Natürlich gerade auch im technischen Bereich. Das wird jetzt wieder ein bisschen einfacher, wenn die Projektentwickler rund um uns herum die Segel streichen. Auch von Tecklenburg haben wir jetzt im Zusammenhang mit der Insolvenz zwei Mitarbeiter übernommen. Das Betriebsklima ist gut. Die jüngste Mitarbeiterumfrage hat das nochmal bestätigt, dass die Mitarbeitenden sehr, sehr zufrieden sind mit ihrer Tätigkeit, mit ihren Aufgaben. Wir haben eine gute Unternehmenskultur, an der wir selbstverständlich auch mit großem Einsatz weiterarbeiten. Das ist tatsächlich ein Originalfoto aus einer GEBAG-Wohnung. Ja, ist kein gekauftes Stockfoto. Wenn er aufgeräumt wird die Mieterin schon haben, das unterstellen wir mal. Kurzer Blick auf den Bestand. Tendenz leicht steigend, 12.685 Wohnungen durch Neubauten, durch Neubaufertigstellungen. Der öffentlich geförderte Teil wächst überproportional, weil wir die Neubauten im öffentlich geförderten Bereich abbilden. Durchschnittsmiete muss sich anpassen, liegt jetzt bei 5,71 Euro. Es gibt keinen Vergleichswert für eine Durchschnittsmiete. Es wird immer nur die Wiedervermietungsmiete erhoben. Die liegt bei uns bei 5,79 Euro, in der Stadt Duisburg bei 7 Euro. Das heißt, wir sorgen hier definitiv auch immer noch für bezahlbaren Wohnraum. Die Leerstände sind im Wesentlichen stabil. Wenn wir uns den dunkler gefärbten Teil unten angucken, das sind wirklich die Leerstände, die wir haben im Zuge der Wiedervermietung. Das schwankt immer ein bisschen. Da kann man aber sagen, wir liegen unter 1%. Das ist eine Vollvermietung.
Die Leerstände, die darüber liegen, resultieren aus bewussten Maßnahmen in unseren Wohnungen. Und dass diese Leerstandsgröße gleich bleibt, ist immerhin auch ein Beleg dafür, dass wir weiterhin in die Wertverbesserung unserer Wohnungen modernisieren, das auch wirklich konsequent tun. Die Fluktuation sinkt. Das ist natürlich eine Folge der Wohnungsmarktlage. Wer einmal eine Wohnung hat, gibt die so leicht auch nicht wieder auf. Mal eben vom Norden in den Süden ziehen oder von der linken Rheinseite auf die rechte Rheinseite. Das tut man nur, wenn es gar nicht anders geht. Hat seine Vorteile, hat auch seine Nachteile, machen wir uns nichts vor. Aber die Fluktuationsquote ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir einen angespannten Wohnungsmarkt hier auch in Duisburg haben. Wir investieren weiter in unseren Bestand im Bereich der Instandhaltung. Das habe ich gerade erwähnt, steigen einfach die Preise. Im Bereich der Groß- und Einzelmodernisierungen sind wir durch die Unsicherheiten hinsichtlich der Förderung, durch die Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Erwartungen an die kommunale Wohnungswirtschaft hinsichtlich des klimagerechten Bestands und Baus ein bisschen auf die Bremse getreten. Natürlich auch beim Bestandsumbau wirken sich die hohen Finanzierungskosten aus. Wir haben diesen Klimapfad jetzt erarbeitet und können jetzt mittlerweile sehr genau sagen, in welchen Maßnahmen wir zukünftig weiter modernisieren wollen. Sie bekommen die Präsentation, insofern brauchen wir hier die einzelnen Projekte nicht durchgehen. Bemerkenswert finde ich noch, dass wir uns auch um das BORA gekümmert haben, das ist eine Immobilie, die sich in unserem Bestand befindet. Die haben wir in dem letzten Jahr auch umfassend modernisiert, ist 2023 bereits wieder eröffnet worden. Wir haben da auch schon unsere Weihnachtsfeier drin begangen. Und ich finde, da haben wir schön gezeigt, wie man auch mit solchen Objekten umgehen kann und dass es gerade an der Stelle wichtig ist, um die Kultur auch ein bisschen mit nach vorne zu bringen, versteht sich von selbst. Im Moment haben wir noch ein Volumen von 42 Millionen Euro weitere Bestandsinvestitionen dabei. Das größte Projekt ist unser City Wohnpark, von dem wir jetzt nach entsprechenden Verhandlungen mit der Landesregierung auch sicher sein können, dass wir diese Maßnahme komplett fertigstellen können. Die sehr hohe öffentliche Förderung für den Bestandsumbau ist auch nochmal erweitert worden, um die durch die Baukostenentwicklung erhöhten Kosten. Das ist das, was ich gerade erwähnt habe. Wir wissen, wie wir unseren Bestand bis 2045 umbauen können. Wir wissen, das kostet über 1 Milliarde Euro. Wir wissen auch, unter den heutigen Rahmenbedingungen müssen wir sehr sorgfältig daran gehen und gucken, wo wir damit umgehen. In die Karten spielt uns der gute Austausch der kommunalen Gesellschaften, der gute Austausch mit der Stadtverwaltung, die Arbeiten an der kommunalen Wärmeplanung und die natürlich in Duisburg, gerade in Duisburg vorhandene, wirklich ausgesprochen gute Netzabdeckung für Fernwärme, was ja im Moment immer noch ein ausgesprochen zukunftsfähiger Energieträger ist. Also wir haben gute Grundlagen, werden natürlich auch entsprechend der Vorgaben unseren Bestand entsprechend umbauen. Hilft uns aber alles nichts, wenn wir die Einzigen sind, die in Duisburg einen 100% klimagerechten Bestand haben. Dann haben wir nämlich plötzlich einen Bestand, der nicht mehr mit den Kriterien der Bezahlbarkeit einhergehen wird. Und insofern müssen wir langsam abwarten, wie wir mit diesem Konflikt umgehen können. Das ist kein Duisburger Problem, das ist ein allgemeines Problem in der Bundeswirtschaft. Wo stehen Sie denn da aktuell beim klimaneutralen Umbau? Ganz am Anfang noch? Oder? Nee, Referenzjahr ist 2019 und wir haben seitdem durch unsere Modernisierungsmaßnahmen den CO2-Ausstoß von rund 60 Kilogramm je Quadratmeter auf ungefähr 20 Kilogramm je Quadratmeter erhöht.
Das heißt, also, so gesehen haben wir schon den Großteil des Senkens hinter uns. Also wir haben schon zwei Drittel geschafft von dem, was wir schaffen müssen. Aber der letzte Drittel ist immer das teuerste und auch technologisch das anforderungsvollste. Insofern müssen wir gucken, wie wir damit eben umgehen wollen. Wir haben uns ja auf Nachhaltigkeit fokussiert, wir haben immer den CO2-Ausstoß mit seinen Reduktionen immer in den Vordergrund gestellt und gesehen, dass wir da so viel wie möglich dran sparen. Also von 60 auf 20 Kilo runter? Ja, rund. Okay. Genau sagen können. Ja, können wir so. Ich wollte nur noch mal checken, dass ich die Zahlen richtig aufgeschrieben habe. Wodurch ist diese Reduzierung erreicht worden? Also hauptsächlich durch technische Änderungen, Heiztechnik und so weiter. Oder genau, das die Haustechnik. Das Folge, was dann jetzt noch kommt, ist dann tatsächlich die Gebäudesanierung. Ja, die Dämmung war auch schon immer mit dabei. Also wenn wir unsere Großmodernisierung, wie ich sie da gerade vorgestellt habe, dann ist das Haus immer eingepackt worden. Wir haben Kellerdecke gedämmt, wir haben Dach gedämmt, wir haben die Fenster ausgetauscht, durch besser gedämmte Fenster ersetzt und wir haben die Anlagentechnik optimiert. So, und mit dem, was wir da bisher so getan haben, muss man auch sagen, das ist jetzt so das, was unter wirtschaftlichen Aspekten ist da jetzt auch erstmal Schluss. Und wir haben schon immer, auch in den letzten 9 Bilanzpressekonferenzen, immer schon gesagt, wie viele Zentimeter Dämmung brauche ich an der Wände. Ja. Und die letzten Zentimeter sind sündhaft teuer. Das sind die Zentimeter, die auch das Wohnklima beeinflussen und die das alles ausgesprochen kompliziert machen. Und die am Ende als Sondermüll am Müll landen. Das kommt dann oben rein auch noch dazu. Mittlerweile bauen wir ja keine ölbasierten Dämmstoffe mehr an die Wände, aber wir schaffen uns damit auch immer neue Probleme. Und insofern ist es natürlich ausgesprochen wichtig, dass wir uns in solchen Projekten wie Urban Zero Ruhrort engagieren, um einfach mal zu lernen, mit welchen Maßnahmen wir den CO2-Ausstoß weiter reduzieren können. Bei Urban Zero gehen wir ja noch einen Schritt weiter. Da geht es nicht nur um die Klimaneutralität, sondern genau diese Fragestellung, diese Umweltneutralität, wird da mit noch weiter betrachtet. So, das heißt, wenn wir jetzt bei Thyssen wären, hätten wir gesagt, das ist unsere Abteilung Forschung und Entwicklung. Da sind wir nicht die Einzigen auf der Welt, die es tun. Wir tun es aber hier, und das ist dann tatsächlich, ob es einmalig ist, will ich nicht darauf bestehen, aber wir tun es hier in einem lebenden Objekt, in einem ganzen Quartier, in einem ganzen Vorort, in einem großen Vorort. Und das, was wir daraus entwickeln werden, ist eben was wir auf die gesamte Entwicklung in unserem Bestand anbinden können, wo wir aber auch, das merken wir ja bei dem großen Interesse an diesem Projekt, wo wir aber auch beispielhaft unterwegs sein können für andere Regionen, für andere Städte und tatsächlich auch europaweit. Also mit dem Urban Zero befinden wir uns auf europäischen Kongressen und berichten über unsere Erfahrungen. Das ist auch der Grund, wenn ich mal fragen darf, dass die Formulierung so ein bisschen abgeschwächt wurde. Ich kann mich daran erinnern, bei der Eröffnung von Urban Zero letztes Jahr war das alles viel definitiver und mittlerweile wird es als Möglichkeit formuliert. Also sprich dieses Versuchslabor. Ach, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ja gut. Natürlich haben Projekte immer inne, dass man sich, je tiefer man einsteigt, dass man auch wieder neue Probleme entdeckt, dass man wieder neue Zusammenhänge schaffen muss. Ja, das kann ich natürlich entdecken. Und die Zielsetzung ist unverändert geblieben. Okay. Und wir sind mit tatsächlich auch sehr, sehr hohem finanziellen Einsatz, mit sehr hohem wissenschaftlichen Einsatz dabei, eben diese Wege zu finden. Und es muss auch etwas sein, also würde bezweifeln, dass man ganze Städte, ganze Regionen umweltneutral gestalten kann innerhalb der nächsten 30 Jahre. Aber wir müssen ja auch erarbeiten, wo genau diese Abstufungen sind. Die Abstufung, wo es eben einfach noch wirtschaftlich machbar und vielleicht auch sinnvoll ist, ökologisch, gesamtökologisch sinnvoll ist. Was die Sanierung, was die Bestandssanierung angeht, wie viel Bewegung ist da noch drin? Sie sprachen gerade an die letzten 2-3 Zentimeter Dämmung, die alles dann teuer, kompliziert und schwierig machen. Wie viel Musik ist da im Moment noch drin, was
Erleichterungen beim Bauen angeht. Das wird ja immer wieder angemahnt. Ja, das ist Erleichterung beim Bauen ist eher ein Neubauthema, denn im Bestand habe ich ja erstmal schon mal alles Wesentliche so stehen, mit dem ich umgehen muss. Die Objekte, die Fernwärmeanschluss haben, sind grundsätzlich alle gut herzurichten, alle gut zu entwickeln. Die Gebäude, die in nicht mit Fernwärme versorgten Gebieten stehen, bei denen brauchen wir einfach noch die Technologien. Eine Wärmepumpe ist nach wie vor immer noch nicht das Maß aller Dinge für die Wärmeversorgung in größeren Gebäuden. Und es ist auch angesichts der Strompreisentwicklung nicht die idealste, auch das muss man so sagen. Wir haben auch in Neubauten, Ulmstraße beispielsweise steht da bei den Neubauten, gerade Wärmepumpen eingebaut, aber wir müssen für Spitzenlasten, für kalte Winter tatsächlich noch einen Gasbrenner da einbauen. Es geht nicht anders. Es gibt einfach keine anderen Technologien heute, mit denen wir da umgehen müssen. Welche Bedeutung hat die kommunale Wärmeplanung für Ihren Bestand? Also haben Sie schon eine Ahnung, wie viel möglicherweise perspektivisch da noch anzuschließen ist an Fernwärme? Das wird natürlich auch dann alles noch dauern, aber gut, auch der Ihr Umbauziel ist ja 2045, möglicherweise sind da ja noch Teile des Bestandes, die man dann an Fernwärme anschließen kann. Genau, das verschafft uns einfach Planungssicherheit in der Verteilung unserer Investitionen auf die kommenden 20 Jahre. Und insofern ist die kommunale Wärmeplanung beziehungsweise auch alle Vorarbeiten dahin, also wir müssen nicht warten, bis das fertige Papier auf dem Tisch liegt, alle Vorarbeiten dahin sind natürlich ausgesprochen wichtig, um das hier für Duisburg vernünftig umsetzen zu können. Ja, der Netzausbau, die Planung ist ja die eine Sache und der Netzausbau die andere, der wird ja auch Jahre dauern. Auch das kommt dann noch mit dazu. Wird aber alles, und da schließt sich der Kreis, nur funktionieren, wenn die Förderkulisse A verlässlich ist und B deutlich ausgebaut. Also man kann über 2035 nachdenken, man kann von 2035 reden. Es gibt ja so Klimaziele in einzelnen Städten, auch bei uns, in einzelnen Konzerntöchtern. Ich halte die mittlerweile nach den Entwicklungen der letzten Wochen und Monate für unrealistisch. Ich glaube, das Ziel 2035, nachhaltig irgendetwas in Richtung klimaneutral hinzukriegen, wird nicht funktionieren, wenn nicht erheblich mehr Geld und eben verlässlich mehr Geld für diese diversen Teile zur Verfügung gestellt wird von Bund und Land. Und in der Folge dessen hängt eben auch so ein kommunales Wohnungsbauunternehmen dran. Gibt es keine Fernwärmeanschlüsse, gibt es eben auch keinen Beitrag des kommunalen Wohnungsbauunternehmens, gibt es keine verlässliche Förderung für die Netzausbauten, dann gibt es das Stromnetz nicht für Elektromobilität, dann gibt es das Stromnetz eben nicht für eine Großwärmepumpe. Also da müssen wir uns auch, glaube ich, alle miteinander ehrlich machen und ich habe ehrlich gesagt mittlerweile die Hoffnung verloren, dass wir 2035 erreichen werden. Im Einzelfall mag das klappen, wir sollten es auch anstreben, aber ohne massive mehr Ausbauförderung und ohne eine massive verlässliche Förderung wird das nicht funktionieren. Letztlich werden wir alle die Kosten tragen, entweder als Steuerzahler oder als Kunden der Stadtwerke oder welches Versorger es auch immer. Weil so die Refinanzierung muss ja irgendwo stattfinden, entweder als Anschub über eine Förderung oder anschließend über die Kilowattstunde. Ja, und genau da, glaube ich, ist ein logischer Bruch, weil irgendwann ist die Grenze erreicht, die sich ein normaler Mieter leisten kann. Also wenn Markus Wittig recht hat, der hat mal gesagt, kommunale Wärmeplanung roundabout für Duisburg 3,5 Milliarden. Wenn das stimmt, das werden wir nicht stemmen. Und da muss ich auch irgendwann mal in Verantwortung für meine Bürger sagen, es gibt ja keine Pflicht, 2035 fertig zu werden, dann stoppen wir jetzt. Wenn der Bund das will, dann muss er es fördern. Wenn das Land das will, dann muss es fördern. Wenn Europa es will, dann muss es fördern. Wir müssen auch unseren Beitrag leisten. Ich will mir da gar keinen schlanken Fuß machen. Aber wenn am Ende. Die Fördergelder sind letztlich Steuergelder. Das heißt also, ach so. Wir zahlen sie immer sind wir. Als entweder, deswegen sage ich, entweder sind wir als Steuerzahler oder als Stadtwerkekunde dran. Dann lieber der Steuerzahler. Letztendlich werden wir das alle finanzieren müssen. Ja.
Das ist kein Gemeinschaft. Ja, das ist natürlich, wenn es mich dann als es ist dann eine Frage, über welchen Zeitraum man diese Investitionen, die notwendig sind, streckt, ob man sagt, okay, wir würden das den Menschen nicht bis und auch den Haushalten bis 2035 auf, sondern wir strecken das bis 2045, dann sind die Zahlen schon andere. Absolut. Es ist aber große Politik, die machen wir nicht in Duisburg. Ja, in Duisburg machen wir auch große Politik, gar keine Frage. Aber diese Politik machen wir nicht in Duisburg, da müssen wir jetzt irgendwie mit umgehen. Wichtig ist aber die Botschaft natürlich an der Stelle, die ist mir auch für die Geber ganz wichtig. Wir stecken jetzt nicht den Kopf in den Sand und sagen, es geht alles nicht, sondern wir sind intensiv dabei, uns mit den Rahmenbedingungen zu beschäftigen und wir stellen uns darauf ein, dass wir auch in den erforderlichen Umfang jederzeit loslegen können. Und da sind wir auch im Vergleich zu anderen Städten und zu anderen kommunalen Wohnungsunternehmen in den anderen Städten tatsächlich schon sehr gut aufgestellt und sehr weit. Hilft uns alles nichts, wenn wir kein Geld haben, es umzusetzen. Das ist einfach so. Wir bauen neu unter erschwerten Bedingungen mit öffentlicher Förderung. 81 öffentlich geförderte Wohnungen haben wir in 23 fertiggestellt, 89 Wohnungen insgesamt. Ein Gewerbe, das ist die Energiezentrale in Wedau, wo wir ja auch gemeinsam mit DVV schon intensiv daran arbeiten, dass wir auf unseren neuen Flächenentwicklungen schon mit neuen Wärmeversorgungskonzepten immer mit dem Blick auf Bezahlbarkeit unterwegs sind. Sorry, eine Zwischenfrage zum öffentlich geförderten Bau. Wo ist der Trichter oder die Engstelle? Ist es die Menge der Fördermittel oder ist es die Finanzierbarkeit oder auch die Refinanzierbarkeit dann wieder über die Mieten? Wo ist das da Ihr Problem? Oder sagen Sie, wenn die Projekte, die wir gefördert bekommen, können wir auch kostendeckend bauen? Ja. Also Kostendeckung passiert nicht, ist selbst mit der öffentlichen Förderung manchmal schon schwer, aber mit den Fördermitteln ist es in der Regel möglich, so zu bauen, dass wir dann mit der Fördermiete von 6 Euro noch was auch gut klarkommen. Mhm. So, die Verfügbarkeit der Fördermittel ist begrenzt und jeder will jetzt öffentliche Fördermittel haben. Das wird jetzt nicht mehr, oder der Gedanke bei den Investoren ist nicht mehr, das in Anspruch zu nehmen, um eine soziale Wohnraumversorgung zu machen, sondern einfach als Finanzierungsinstrument. Andersrum haben sie gesagt, wenn ich 1% am Kapital einkriege, brauche ich mir für ein 0,5% keine Belegungsbindung einkaufen. Die sagen jetzt alle, jetzt ist aber das plötzlich doch wieder ganz attraktiv, ist ja völlig egal, wer dann den Bestand einzieht. Das ist das Ärgerliche. Und hinzu kommt, dass die Ernsthaftigkeit der Antragstellungen, das beziehe ich jetzt nicht nur auf Duisburg, das beziehe ich auf ganz Nordrhein-Westfalen, natürlich auch nicht immer gegeben ist. Und das macht die Bearbeitung mit öffentlichen Wohnungsbaufördermitteln tatsächlich auch immer schwerer. Und auf der einen Seite hat die Landesregierung reagiert und sagt, Anträge kann man nur noch stellen, wenn die Baugenehmigung vorliegt. Also man muss schon in eine Investition gehen, aber im eigenen Leibe und aus unserem Kontakt mit Investoren, die wir haben, wissen wir, es gibt natürlich auch viele Baugenehmigungen, die noch nie umgesetzt sind und wo man es mal versucht, nochmal eben auf diesem Wege dagegen zu steuern. Und die öffentliche Wohnbauförderung hat den Sinn, bezahlbaren Wohnraum zu fördern. Ja, unter diesen Rahmenbedingungen passt das auch alles, aber es geht eben nicht darum, Investoren zu finanzieren. Das ist der Spagat, den wir da gehen müssen. Duisburg ist mit der Mietenstufe 3 der wenigen großen Ruhrgebietsstädte tatsächlich aber auch benachteiligt bei der Zuweisung der öffentlichen Förderung, aber auch bei der Rentabilität der öffentlichen Förderung. Und was heißt Mietenstufe 3? Es gibt 4 Mietenstufen, die den Grad der öffentlichen Förderung unterstreichen. Eigentlich gibt es 5. Düsseldorf ist 4+ beispielsweise.
Essen, Krefeld, Oberhausen, bin ich mir nicht sicher, die haben die Mietenstufe 4. Das heißt, es gibt mehr öffentliche Fördermittel. Es kann eine höhere Miete erzielt werden, was dann eben auch wieder mehr Baukosten, höhere Baukosten refinanzieren lässt. Das ist noch ein Thema, was Duisburg darüber hinaus noch ein bisschen bei der Verteilung von öffentlichen Fördermitteln erschwert. So, wir bauen aktuell Halender Straße. Die ist bald fertig in der Tagespflege. Wir haben den gerade von Oberbürgermeister erwähnten ersten Spatenstich in den Peschen gehabt. 36 Wohnungen mit 8 Reihenhäuser. Wir haben noch weitere Planungen in unserer Schublade liegen, die wir sukzessive weiter umsetzen wollen. Das gilt natürlich auch für Modernisierungen in den kommenden Jahren. Noch ein Blick auf die Kita-Entwicklung. 3 Kitas haben wir in 2023 in den Betrieb genommen. Mit der Kita am Herkenweg sind wir so begonnen, dass sie nicht mehr in 23, aber mittlerweile auch in Betrieb gegangen sind. Also 4 neue Kitas in 2023 für Duisburg. Wir sind gerade an 8 Standorten mit Machbarkeitsstudien, mit Planung unterwegs. Es ist schwierig, Standorte zu finden, an denen Kitas realisiert werden können. Wir prüfen die intensiv und stehen noch bereit, mit diesen Kitas dann jeweils in die Umsetzung zu gehen. Und tatsächlich gibt es 4 konkrete Ratsbeschlüsse für konkrete Planungen aktuell an 4 Kitas, auch überall in Duisburg. Der Blick auf die Flächenentwicklung. Wir gehen jetzt in Sachsen-Wedau, nachdem der Wasserturm schön saniert ist, nachdem schon viele Flächen tatsächlich veräußert sind, nachdem wir jetzt auch unsere sogenannte Hauptmagistrale fertiggestellt und der Öffentlichkeit übergeben haben, weiter am Uferpark mit in den Vertrieb. Sie sehen hier, die grünen Flächen sind bereits veräußert. Sie sehen hier die gelben Flächen, bei denen wir überwiegend in diesem Jahr noch mit einem Vertragsabschluss rechnen. Die nicht gekennzeichneten Flächen kommen dann planmäßig zu einem späteren Zeitpunkt in den Vertrieb. Hier sehen wir aber auch, welchen geringen Anteil hier Tecklenburg mit der Insolvenz betroffen ist. Noch sind alle, abgesehen von Tecklenburg, noch sind alle Projektentwickler bei der Fahne und sind guter Dinge, rechtzeitig innerhalb der kaufvertraglich vereinbarten Fristen mit den Baumaßnahmen beginnen zu können. Wann wäre denn der erste dran? Anfang des nächsten Jahres. Dann läuft die Frist aus? Ja. So, mit den Duisburger Dünen geht es voran. Da sind wir ja nach wie vor noch mit dem Bebauungsplan, also unsichtbar, jedenfalls auf der Fläche unterwegs. Wir haben verschiedene Vereinbarungen auch innerhalb des Konzernes für ein Energiekonzept für das smarte Quartier entwickelt. Und wir wollen schauen, dass wir hier attraktive Bürostandorte entwickeln können. Und auch mit unserem Technologiequartier sieht es jetzt weiterhin gut aus. Der städtebauliche Rahmenplan ist nochmal überarbeitet. Wir haben mittlerweile eine sehr detaillierte Konzeptstudie für die Umwandlung der alten Richthalle. Auch da haben wir jetzt konkrete Pläne in die Umsetzung zu gehen. Und mit der Gründung der Projektgesellschaft Technologiezentrum Wedau wird auch das Technologiezentrum an dieser Stelle weiter Fahrt aufnehmen. Ich glaube, man kann schon sagen, dass die Entwicklung mit der UDE durchaus eine positive Entwicklung zeigen können. Und wenn Sie ganz genau hingucken auf die alte Richthalle, da sehen Sie dann auch schon mein Lieblingsthema, keine Bilanzpressekonferenz ohne das Wort Seilbahn. Was gibt es noch von der Seilbahn?
Bitte? Was gibt es Neues von der Saale? Die ist da schon mal eingezeichnet. Mir wird die gar nicht drauf. Doch, willkommen. kommt da doch auf die Folie. Auch an der Seilbahn. Erörterungstermin in Wedau. Waren Sie da? Nee, es hat diese Öffentlichkeitsbeteiligung in Wedau gegeben, in der Sportschule, dieser Termin, wo dann die Bürger gekommen sind. Ich glaube, 50% der Zeit ist über die Seilbahn geredet. Über die Farbe der Kabinen und die Frage, ob vielleicht betrunkene Fußballfans bei der Vorbeifahrt am Stadion die schönen roten Kabinen beschädigen können. Durch Bierflaschenwürfung. Kommt das im Spielstand an? Ich halte das nach wie vor für ein ausgesprochen wichtiges Projekt für diese Quartiersentwicklung. Und hier kann man im Übrigen auch schon mal den Blick auf die Hallen sehen, wie wir sie uns zukünftig vorstellen wollen. Ja, Duisburg ist eine Stadt im Aufbruch. Wir tragen unseren Teil mit dazu bei. Die Meilensteine von Urban Zero Ruhrort. Bereits kurz erwähnt, die Ökobilanzierung ist fertiggestellt, die Realisierungsplanung ist soweit fertiggestellt. Wir können jetzt tatsächlich konkret in die Umsetzung gehen. Wir haben, das war gestern der Presse zu entnehmen, bereits eine Leuchtturmimmobilie erworben. Gegenüber von, ja, also Leuchtturm, wenn sie fertig leuchtet ist. Noch nicht. Leuchtet noch. Leuchtet noch nicht so richtig. An der wir aber tatsächlich diese umweltneutrale Sanierung mit all den Dingen, die wir gerade angesprochen haben, weiter mit nach vorne bringen. Wobei in Zukunft Ruhe war auch letzte Woche der Presse schon zu entnehmen. Mit dem kommunalen Entwicklungsbeirat haben wir auch da ganz wichtige Schritte gegangen, um uns mit diesem Thema zu nähern. Ja, das wären die zusammengefassten Ergebnisse 2023. Wir sind, um nochmal den Bogen zu schlagen zu meinem Zahnarzt, wir sind also so gut aufgestellt, dass ich durchaus strahlen würde, wenn es das Innenleben meines Ober- und Unterkiefers erlauben würde. Aber wir sind unter schwierigen Rahmenbedingungen unterwegs. Die machen es natürlich immer anspruchsvoller. Die GEWAG hat sich in den letzten 10 Jahren hat alles, was an guten Rahmenbedingungen vorlag, alles, was machbar war, ausgenutzt. Wir haben ja seit 2014 schon fast 1000 Wohnungen in Duisburg neu gebaut. Wir haben alles getan, was ging. Wir haben für insgesamt 450 Millionen Euro auch in unseren Bestand investiert. Das sind alles gute Grundlagen, um durch die jetzt kommenden Zeiten gehen zu können. GEWAG ist weiterhin im stabilen Fahrwasser unterwegs. Gibt es den Download-Link auch irgendwie praktikabel? Der ist in der Pressemeldung, ganz am Ende finden Sie den nochmal ganz normal zum Abtippen. Ja, okay. Ach da, ja gut, dann passt das. Aber mit so einem Ding kann ich nichts anfangen. Bei 16 Bildung gehen Sie davon aus, dass die Investoren die Frist auch ausschöpfen werden? Sie werden sie ausschöpfen. Da haben wir natürlich die gleichen Rahmenbedingungen. Ich habe immer gesagt, davon bin ich weiterhin fest überzeugt, dass für Investoren, und wir haben hier überregionale Investoren, dass Duisburg weiterhin attraktiver Standort bleibt. Wenn es irgendwie wieder machbar ist, werden die Investitionen schnell nach Duisburg kommen. Die Rahmenbedingungen in Duisburg entwickeln sich ja auch rasant nach vorne. Und das sind Potenziale, die entwickeln sich schneller nach vorne, als die Preise mitziehen. Das sind Potenziale, die Investoren sicherlich schätzen werden. Ja, letztendlich werden sie darauf gucken, ob sie zu Vertretern zu Kosten bauen können, die ihnen das Return on Investment irgendwie verheißen. Und solange das nicht möglich ist, das ist ein schwieriges Thema. Im Übrigen, die geschilderten Probleme der Bauwirtschaft, die sie treffen die ja gleichermaßen. Insofern vielleicht noch mal ein bisschen stärker, weil sie kein öffentliches Unternehmen sind, insofern. Gut, aber das, auch da gilt es wieder, wir haben hier bei dieser Flächenentwicklung als Stadt
die Fäden in der Hand. Das ist das Besondere. Wir sind jetzt nicht, ja, stellen Sie sich vor, wir hätten an Signer verkauft. Ja? Wir sind jetzt nicht von solchen externen Faktoren abhängig. Wir als Stadt können trotzdem dafür sorgen, dass die Grundschule gebaut wird, dass die Kitas gebaut werden. Jeder private Investor will sein, müssen wir erstmal sehen, bis die ersten Gebäude stehen. Also wir können hier schon weitaus flexibler agieren. Wir können die Erschließung nach vorne treiben. Wir können all das, was dieses Quartier ausmacht, weiter nach vorne treiben, weil wir da eben einfach auch den längeren Atem haben als private Investoren. Und das jetzt zeichnet es sich wirklich, in dieser Krisensituation zeichnet es sich wirklich aus, dass wir damals die Entscheidung getroffen haben, diese Flächen in die eigene Entwicklung zu nehmen und da nicht auf Dritte zu vertrauen. Konnte man vor ein paar Jahren durchaus noch unterschiedlicher Meinung darüber sein. Aber hier war die Stadt sehr, sehr vorausschauend und jetzt zahlt es sich wirklich echt aus. Technologiequartier, man darf ja zuversichtlich sein, dass es dann auch in absehbarer Zeit für die Universität eine Richtungsentscheidung gibt. Diese drei Städte sind unter diesen drei Uni-Standorten, die Landesregierung jetzt in diese Studie zu Möglichkeiten der Finanzierung mit reingenommen hat. Sodass da ja hoffentlich dann auch eine Gleichzeitigkeit zu ihren Bemühungen sich ergibt. Ne? Ja. Weil letztlich macht auch das Technologiequartier nur dann Sinn, wenn dann auch die Uni tatsächlich kommt. Ja. An der Stelle. Ja, da kann man auch lange drüber diskutieren, aber grundsätzlich haben Sie recht. Ja, das ist schon schön, wenn es so kommt, ja. Ja. Die Bestandsgebäude vorne sind da. Die bauen wir jetzt ja schon um für die Uni. Ja, ist klar. Wie weit sind Sie damit? Sie sind eingerüstet, es kommt gerade gerade die Fassadenarbeiten, Innenausbau. Ich kann da noch ein paar Infos nachliefern. Ja, also wir sind mittendrin. Geld haben wir schon genug ausgegeben. Denkmalgeschützter Umbau, macht es nicht einfacher. Das macht es auch bei diesen Verwaltungsgebäuden da vorne schwierig. Ne? Also, aber da sind doch schon, oder sind doch, keine Ahnung, ganz besondere Fenster drin gewesen. Das sind da reine Zweckbauten eigentlich gewesen. Ne? Das sind reine Zweckbauten gewesen. Aber jetzt Denkmalschutz. Jetzt ja, Denkmalschutz. Das sind. Ich habe da mal eine konkrete Frage zu Ihren Bestandsgebäuden. Wie viele sind von denen aus dem Baujahr vor 1993? 70%. Okay. Weil wir haben ja zum 31.10.93 das generelle Asbestverbot in der BRD gehabt und alles, was davor gebaut wurde, wird potenziell schadstoffbelastet betrachtet. Wie gehen Sie damit um? Indem wir uns bei jeder Maßnahme, die wir betreiben, verantwortungsbewusst mit dem Thema auseinandersetzen. Asbest wird entfernt, da wo es vorhanden ist und da wo wir Baumaßnahmen machen. Gilt für alle anderen Schadstoffe, die am Bau sind. Dann, wenn wir die Gebäude anpacken, dann machen wir sie natürlich auch rundum sauber und auch über die gesetzlichen Anforderungen hinaus gegebenenfalls. Haben Sie die Schadstoffkompetenz im eigenen Haus oder muss das alles rausgegeben werden? Nein, das kauft vor uns ein. Also wir haben die Kompetenzen im eigenen Hause natürlich, um zu beurteilen, um beurteilen zu können, was da passiert. Ansonsten verlassen wir uns auf die Fachleute. Das meinte ich. Muss Gutachter, habe ich begleitet. Ja. Die Modernisierung im Bestand hatten Sie im vergangenen Jahr weitgehend gestoppt. Jetzt mit Ausnahme beispielsweise City Wohnpark. Wie geht das weiter? Wir haben jetzt Bauanträge, wir haben ein großes Paket in Neuenkamp, wo wir auch schon lange mit zugange sind in der Quartiersentwicklung. Wir haben die Bauanträge liegen vor. Wir gehen da jetzt in die Antragstellung öffentlicher Wohnbauförderung. Zechenplatz ist so das Stichwort, da werden wir sehr viel sanieren.
Und wir haben einige kleinere Modernisierungsmaßnahmen da, wo wir schon in den vergangenen Jahren im Quartier saniert haben, wo wir jetzt vorm Abschluss stehen, wo wir nochmal fertig machen. Das sind Dinge, die man jetzt ganz unbesorgt von großen Klimaneutralitätsstrategien Dinge nach vorne bringen kann. Ja, wir haben auch natürlich auch unsere Mannschaft an eigenen Ingenieuren und Architekten. Das sind ja auch knapp 50 Menschen, die sich mittlerweile mit diesen Themen beschäftigen. Die können wir auch nicht sagen, wir machen erst im nächsten Jahr weiter. Das heißt also, wir sehen schon zu, dass wir unser Investitionsniveau auf dem bisherigen hohen Niveau halten. Das wäre gerade Strauß-Siedlung beispielsweise, stand in der Liste der Projekte, die abgeschlossen bzw. in Arbeit. Ja, das ist die Modernisierungsmaßnahme ist abgeschlossen. Wir wissen, dass wir dann noch einen Riegel haben natürlich, wo wir unter Denkmalschutz jenseits von Gut und Böse, was die Baukosten angeht, sind. Wir haben immer schon darauf hingewiesen, das sind Objekte, die man einfach gar nicht mehr vernünftig entwickeln kann. Und wenn ich sie denkmalgerecht umbaue, habe ich keine Barrierefreiheit, die ich ja eigentlich brauche. Wir haben Raumstrukturen, die ich in den Bauten nicht verändern kann. Die sind ja auch nicht bewohnbar. Wir haben auch tatsächlich erlebt, dass die Fassade, dass die Außenwände nur durch den Putz noch gehalten werden. Also wo die mit dem Entfernen des Putzes auch Steine mitnehmen. Das abreißen kann man es nicht, neu bauen, das wäre eine wirtschaftliche Lösung, eine vernünftige wirtschaftliche Lösung. Ein Neubaubestandteil fehlt noch. An der Stelle habe ich mal das Vergnügen gehabt, fürs Heute-Journal Rede und Antwort zu stehen. Da stellen wir jetzt tatsächlich auch den Förderantrag. Das Stadion unser Dach. Ja, wir sind ja nach wie vor im Auftrag der Stadt unterwegs, die Sanierungserfordernisse genau zu beschreiben. Und was ich sagen kann, ist, das Dach hält, das Stadion ist betriebssicher. Das ist jetzt nochmal ganz jüngst nochmal intensiv untersucht worden. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen, die wir da jetzt durchgehen und befassen uns intensiv mit der Fragestellung, was muss mit dem Dach passieren. Das Schadensbild ist aufgenommen. Das wird gutachterlich unterstützt. Mittlerweile auch nochmal mit Verstärkung des Gutachterteams. Und wenn die Erkenntnisse vorliegen, dann werden wir der Stadt als Stadioneigentümerin berichten und dann wird es die entsprechenden Ratsbeschlüsse dazu geben. Jetzt haben wir erstmal neuen Rasen. Ist doch auch schon mal was. Grund für Bombenstimmung. Wir passen schon auf, dass auf den neuen Rasen kein Dach fällt. Das ist wichtig. Das ist doch mal eine Wahrheit.